Leute, es ist dunkel, wie man schwer erkennen kann, und ich starte mein Video auch im Dunkeln, denn heute geht es an einen sehr krassen Ort. Seid ihr bereit? Die beiden wissen noch nicht mal, wo es hingeht, Leute. Es ist einfach sehr, 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 sehr... Es wird auf jeden Fall sehr, sehr wild, was wir heute machen. Sagen, steigen wir mal aus. Wir sind nämlich schon da. Hier ist doch nichts. Es ist einfach eine Straße. Ja, es ist einfach eine Straße. Ja, was sollen wir denn jetzt hier? Steigen wir mal aus. Schauen wir mal raus, Leute. Let's go. Kein blasses Schimmer, was sie gleich machen werden. Um das, was wir jetzt machen, zu erklären, müssen wir uns genau hier hinstellen, an diesen Ort. Nicht das, es geht nicht um das, sondern es geht um das. Ja. Das ist nämlich ein Hotel. Und nicht nur irgendein Hotel. Das billigste Hotel der Welt. Erst, es hat nur einen Stern. Das Hotel hat einen einzigen Stern. Aber nicht nur das ist in diesem Hotel, Leute. Dieses Hotel ist einer der Hotels, in der in Köln ein Mord passiert ist. Ja, in diesem Hotel ist jemand ermordet worden. Mitten in der Innenstadt. Ich habe sogar noch den Artikel. Mord, und ihr seht ja schon hier, das ist das Haus. Genau das. Din, din. Und ratet mal, in welchem Zimmer wir heute übernachten werden. Oh mein Gott. Nice. Das wird erst du mal, auch? Nein. Das wird erstmal das schlimmste Hotel und zweitens ist da jemand ermordet worden. Und ich war noch nicht selber drin. Wir werden gleich halt mal reinschauen, wie das aussieht. Und das Ding ist, Leute, wir gucken jetzt gleich, ob wir ein paar Spuren finden und sowas alles. Das wird auf jeden Fall richtig krank, Digga. Ja, toll. Ich würde sagen, holen wir uns mal den Schlüssel ab, oder? Nein. Da. Schlafen lässt sich wirklich, oder? Doch, wir schlafen da wirklich. Wir holen uns mal den Key ab. Es hat einen Stern auf Dings, ne? 8-1. Unser Schlüssel für das Zimmer 15. Das Zimmer 15. Ich bin so traumatisiert gerade. Zimmer 15, Leute, seid ihr bereit? Ich bin mal gespannt, wie so ein Hotel aussieht, wo ein Mord begangen wurde. Hier wurde aber jemand ermordet. Heute werdet ihr ermordet. Okay, let's go rein da. Digga, ich zitter wirklich ein bisschen. Riecht das so irgendwie nach Leiche oder? Also es ist auf jeden Fall schon ein wenig altmodisch, das kann man schon mal sagen. Alter, das ist gruselig. Oh mein Gott, Digga, guck dir das hier das Telefon an. Vielleicht wurde hier der Polizeianruf abgesetzt. Hallo? Polizei? Bruder, was ist das denn, Digga? Was ist das? Was ist das denn? Oh mein Gott, hier sind einfach so Puppen im... Was, warum? Alter, wie weit hoch müssen wir denn noch? Okay, Leute, wir sind kurz davor. Hotel 15. Hast du es gesehen, Isabel? Komm her. Nein, komm her. Was denn? Komm wirklich her, komm. Das sieht aus, als ob das so Kampfspuren wären oder sowas, Digga. Haben das die anderen Zimmer auch? Die anderen Zimmer haben es nicht. Das hat nur das Zimmer 15. Guck doch mal, was das für Spuren hier sind. Was ist das denn? Weiß ich doch nicht, guck dir das doch mal an. Okay, öffnen wir das Zimmer. Isabel, komm, öffne du das Zimmer. Los. Du wirst hier heute schlafen, Isabel. Ist dir das eigentlich klar? Ich will nicht ins Haus reingehen, geh du zuerst rein. Jetzt kommt rein. Es ist halt, boah, es ist halt schon... Bruder, was ist das für ein Bild? Okay, bevor wir zu sehr alles berühren und so, machen wir jetzt hier was. Wir wollen nämlich jetzt hier noch Leichenspuren finden, okay? Ihr müsst euch ganz genau in diesem Zimmer umgucken. Warum ist die Schublade offen? Oh mein Gott! Digga, warum ist diese Schublade offen? Oh mein Gott, warum ist die Schublade offen? Johannes ist noch gar nicht beeindruckt davon. Wir haben hier ein paar ein bisschen Equipment dabei. Wir untersuchen jetzt Spuren, wie in der Spurensicherung. Ich habe so ein UV-Licht. Ja, und jetzt gucken wir mal nach. Isabel, willst du machen? Wahrscheinlich einige eklige Sachen sehen. Achtung, seid ihr bereit? Okay, wir schauen mal, was es hier noch so gibt. Isabel, such ein bisschen rum. Was? Aber an sich sieht das sogar gar nicht mal so schlimm hier aus. Digga, das Hotel hat 15 Euro gekostet, ne? 15 Euro. Ja. Ey. Hä? Guck mal, da sind Fingerabdrücke. Oh mein Gott, hier ist wirklich ein Finger. Warum sollte ich da ein Fingerabdruck sein? Warum sollte man da anfassen? What the fuck? Oh mein Gott! What the fuck? Warum ist das alles komisch? Schau mal vor, das Blut ist da so hochgespritzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Auf dem Boden oder so vielleicht. Guck mal, Tabelle. What the fuck ist das? Oh mein Gott. What the fuck ist das? Real Talk, ich war noch nicht in diesem. Ich hab den Schlüssel gerade abgeholt. Das ist wahrscheinlich Putzmittel oder sowas, ne? Was ist das? Oh mein Gott, lass uns rausgehen! Wirklich, lass uns rausgehen! Ich meine das ernst! Johannes, du hast gesehen, wie ich die Schüssel abgeholt habe. Ich hab meine Hand genommen, weil ich so Angst hatte. Hab ich gar nicht! Oh mein Gott, ich hab nicht! Nein, warte mal, ich will jetzt wissen, was das ist. Das ist einfach nur irgendwas. Mach gleich das Licht mal normal an. Oh mein Gott, mach wieder aus! What the? Guck dir das an! Digga, hier sind überall Spuren. Digga! Ja, mach mal jetzt das nochmal echte Licht an. Digga, ich kotze gleich, Alter. Mach mal echt Licht an. Da sieht man gar nichts, da ist nichts. Doch. Oh doch. Das ist Putzmittel oder so, oder? Nein, das ist kein Putzmittel. Doch, das ist bestimmt, weil die den Boden gewischt haben oder so. Ich hab damit nichts zu tun, also das weiß ich wirklich nicht, was das ist. Nee, das ist einfach Putzmittel, was hier aus. Guck mal hier, fühl mal auf den Boden. Digga. Ja, da bin ich froh, dass ich diese Challenge nicht machen muss. Ich habe das nämlich einfach nur für euch organisiert. Hier, viel Spaß zusammen. Ihr seht auch noch eine Seife neben dem... Ich sehe da eine Seife.
Ich weiß nicht, um die Spuren wegzuwischen, wenn ihr. Also pass auf, der einzige Grund, warum wir ja nicht hier sind, ist, dass ihr das dokumentieren müsst. Und zwar wisst ihr, wenn Leute sterben, dann kommen ja die Geister frei. Und ihr müsst heute die Geister jagen. Ja. Isabel, Johannes, ich wünsche euch echt einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns. Leute, ciao. Die Kamera? Ihr filmt mit dem Handy. Passt schon. Okay, meine Freunde, ich bin jetzt gerade von Johannes weggefahren. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt gerade, was das alles hier zu bedeuten hat, aber es gibt doch einen sehr, sehr, sehr krassen Twist. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause zu mir und ja, es wird auf jeden Fall noch was, es wird doch was passieren, was sie nicht erwarten. Ich hab keine Ahnung, was genau wolltest du mir jetzt erzählen? Moritz, Junge, du musst sofort herkommen. Nice. Der ganze Scheiß mit diesem Drecksteil, das muss ja abbrechen. Das, ich meine ehrlich, jetzt, das ist ja kein Spaß mehr, ich hab keinen Bock mehr, ich will jetzt nicht mehr schlafen. Du willst aber nach Hause. Du heißt, du brichst das jetzt ab oder was? Und ich soll jetzt herkommen oder was? Es ist 5 Uhr, Digga, warte mal, ich zeig den Leuten kurz. Isabelle hat ein Geräusch gehört und das ist geknackt und ich hab's auch gehört und das ist so ein Klatsch. Ihr seid völlig verrückt geworden, Digga. Ihr seid völlig verrückt geworden. Was du hier uns gegeben hast und das ist einfach jemand. Digga, ich laufe da, soll ich jetzt wirklich rüberfahren? Sofort um 5 Uhr müssen wir. Okay, tschüss. Bitte. Okay, meine Freunde, wir fahren jetzt wirklich zu Johannes um 5. Ich flippe einfach nur aus. Ah, ich bin gespannt, was sie gleich sagen, wenn sie wissen, warum sie eigentlich in diesem Hotelzimmer sind. Oh mein Gott. Keine Menschenseele weit und breit. Die ganze Straße ist einfach komplett leer, Digga. Keiner steht um diese Uhrzeit auf. Digga. Psst, nicht so laut, Junge. Schaffen wir noch andere. Ja, ich bin's. Wirklich? Digga, ich hab was gehört. Wir haben gelabert, keine Ich hab was gehört, ich wüsste, ich hab was gehört. Isabel ist komplett traumatisiert. Jungs, das ist 5 Uhr, lass mal jetzt wirklich nicht so laut reden. Gehört. Und ihr wollt jetzt deswegen nach was Hause. Was bin ich so laut? Ich hab mal was gehört, dass er geknarscht hat, Digga. Und ihr wollt jetzt deswegen nach Hause? Ja. Okay, meine Freunde, ich glaube, es wird langsam Zeit, euch mal hier die Sache aufzulösen, okay? Wir werden mal rausfinden, ob ihr wirklich was geknarscht habt. Das ganze Hotel ist einfach nur ein Scheißhotel. Hier ist nie jemand gestorben, Isabel. Ich weiß nicht, warum ihr so komische Sachen gefunden habt, das ist wirklich nie passiert. Hier ist nie was passiert. Der einzige Grund, warum ich euch hier hingeschickt habe, ist euch hier nichts aufgefallen in diesem Hotelzimmer? Steh mal auf, Isabel. Ist euch hier nichts aufgefallen? Nichts? Ja, wir waren nicht im Bad. Ist euch nicht aufgefallen, dass der Feuerwehr komplett fake ist und da einfach 3 Kameras dran sind? Ist euch nicht aufgefallen, dass dieser Stift nicht mal aufgeht? Ist euch nicht aufgefallen, dass hier drin einfach eine Linse drin ist, die euch die ganze Nacht gefilmt hat? Und ist euch auch nicht aufgefallen? Schau mal unterm Bett, Johannes. Die ganze Zeit ein Tonrekorder liegt, der euch permanent aufgezeichnet hat. Jetzt werden wir mal raus. Ich habe dieses Ganze inszeniert, um euch beim Schlafen heimlich zu filmen. Ich will wissen, was ihr redet im Schlaf. Und jetzt können wir ja auch rausfinden, ob hier wirklich so ein Knarzgeräusch war. Naja, das war doch ein tolles Experiment. Ich würde sagen, schauen wir uns die Aufnahme an. Habt ihr, okay, bevor wir uns die Aufnahme angucken, ist hier etwas Unanständiges passiert, was wir jetzt nicht anschauen sollten auf dem Ton. Ich hoffe nicht. Gut, wir schauen rein. Okay, mal schauen, was hier in der Nacht so passiert ist. Was in diesem Zimmer passiert? Nein. Der hat wieder so eine dumme Idee. Glaubst du das? Also Angst habe ich schon. Schlecht, naja. Das ist aber Angst. Ach, ich kann ihn nicht pecken, wirklich. Aber lass doch jetzt einfach. Leg dich einfach hin und mach die Augen zu. Wow. Der schnarchende Boss. Digga, ich hab doch gesagt. Ich wusste, dass du schnarchst. Jetzt ist endlich ist es. Nein. Ich sag die ganze Zeit, du schnarchst. Jetzt müssen wir endlich mal für alle können wir festhalten, dass du wie so ein Opa schnarchst, wie so ein 90-Jähriger. Junge, ich hab doch gesagt, ich schnarch. Das war Isabel. Hä? Gar kein Fall war das Isabel. Gar kein Fall. Das hört sich auf jeden Fall nicht nach Isabel an. Okay, schauen wir weiter. Jetzt gucken wir mal, was hier noch so passiert. Da ist noch eine Audio-Erhöhung. Okay. Was sagst du da? Kannst du es verstehen? Hä? Digga, was sag ich da? Manchmal sage ich echt weirde Dinge im Schlaf. Digga, das ist, Johannes ist so der komischste Mensch, deswegen mache ich dieses ganze Experiment eigentlich, weil Johannes immer so weirde Dinge im Schlaf. Alter, redet er. Entführung. Entführung. Man kann ganz viele Dings kann man Entführung hören. Ganz viel. Hört mal ganz genau hin. Entführung.
Nein, ich hör's nicht richtig. Digga, mit ganz viel Hintern. Scheiße. Der hat wahrscheinlich so Albträume gehabt. Nochmal, nochmal, nochmal. Ich hab ja keinen Albtraum gehabt. Oder? Ja. Nochmal. Der Opa ist wieder am Start, Digga. Du redest ja auch. Nee, egal, ich hab's was. Das war doch nur so Geräusche. Ja, es war nur ein Geräusch. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es ein Wort war. Aber da kommt wieder was von dir, glaube ich, warte. Tod. Was sagst du da, Digga? Peinliches gesagt. Tod. Du sagst einfach tot. Als ich mir gerade die Aufnahme angeguckt habe, habe ich aber noch was anderes gesehen, was wir aber da im Hotel nicht gesehen haben. Gönnt euch einfach. Okay, jetzt kommt jetzt euer Geräusch. Ich will jetzt wissen, ob das Geräusch wirklich da ist. Hab ich doch gesagt. Oder was Knast ist wie in einem Horrorfilm. Ich hab echt gedacht, von außen. Die Tür bewegt sich die ganze Zeit. Was? Ist das die Tür? Das ist der Schrank. Da kommt's ja nochmal. What the fuck? Ich hab keinen Bock mehr jetzt, Finn. Ich meinte jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Wo willst du hin? Ich geh jetzt wieder. Um 5. Ja. Auf keinen Fall allein. Ich kann hier wirklich nicht, Finn. Auf keinen Fall allein. Oh. Nicht mit. Ja, komm. Ich hab meine Klamotten ausgezogen, weil das hier so ekelhaft ist. Komm einfach auch. Wofür so was haben, Alter? Okay, die Schranktür, man, die ist schon einmal so von alleine aufgegangen. Die gehen einfach auf, wenn die, weißt du, die fallen dann so auf. Wenn du so weißt, dann fallen die. Digga, also guck, 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 die fallen. Das war einfach das Geräusch. Ihr seid so. Warte mal, aber warte mal, das ist mal eine andere Sache. Hier ist kein Geräusch. Hä? Das heißt, Digga, wenn das geknast hat, dann. Ich würde sagen, wir packen unsere Sachen und gehen ganz schnell weg, Leute. Yay, was ein toller Tag. Nicht hier weg hier. Wenn jetzt noch auf den Aufnahmen irgendwelche Geister zu sehen sind, dann ist wirklich der Tag vorbei. Oh, shit! A ghost! Because this is forever. And there will be no surrender. Yeah. You know that this right here forever. Digga, es ist 5 Uhr, wir sind in der Brandon Hotel und haben uns gerade Aufnahmen von unserem Schnarchen. Was ist los mit uns?